Hallo Leute, heute möchte ich euch ein Kuppelmanöver von zwei ÖBB Baureihe 5047 Triebwagen in Krems an der Donau zeigen. Dort werden oft zwei leere ÖBB Baureihe 5047 Triebwagen, die abgesperrt sind, an zwei volle ÖBB Baureihe 5047 Triebwagen, die nicht abgesperrt und für den Passagierverkehr freigegeben sind, nach St. Pölten Hauptbahnhof angehängt. Diese fahren mehr mit und weil sie in St. Pölten Hauptbahnhof benötigt werden. Jetzt schauen wir uns das Kuppelmanöver an und ich werde dazu einige Sachen erklären. Viel Spaß mit dem Video. Hier wird die in diesem Fall der ÖBB 5047-046 an den ÖBB 5047-022 herangeführt. Diese werden langsam zusammengeführt, dass ein Kuppel möglich ist. Hier haben wir auch schon gesehen, dass bei ÖBB 5047-046 die Zugspitzensignale ausgegangen sind, da dieser ja jetzt in der Mitte hängt und daher keine Zugspitzensignale mehr braucht. Im Hintergrund sehen wir auch schon den Verschubarbeiter in orangener Warnweste, der die beiden Triebwagen zusammenkuppelt. Er verbindet zuerst die Kabel, bevor er dann die Eisenkupplung in der Mitte anlegt. Diese Eisenkupplung sorgt dafür, dass die beiden 5047 Triebwagen zusammenhalten, da die Kabel diese Last nicht aushalten würden. Neben der weißen Lampe des 5047 Triebwagens sehen wir noch ein weiteres Kabel, dieses wird ganz zum Schluss noch angehängt. Ich hätte euch gerne das Zusammenhängen des letzten Kabels neben der weißen Lampe auch noch gezeigt, dieses habe ich dann aber nicht getan, da ich aus Datenschutzgründen den Verschubarbeiter der ÖBB nicht zeigen wollte. Deswegen bin ich auch ein bisschen zurückgegangen, sodass man leider nicht mehr alles gut sehen konnte. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einen kleinen Eindruck bekommen, wie dieses Kuppelmanöver aussieht. In der Mitte, was man hier jetzt noch gut sehen kann, über der Nummer 5047046, ist noch ein Stecker, da wird ein Kabel noch angehängt, das den Krems an der Donau massig bereithängt. Die schwere Eisenkupplung wiegt doch einige Kilo, also ein Verschubarbeiter muss das mehrere Male am Tag machen und hat daher einen sehr, sehr anstrengenden Job. Also man sollte das schon aushalten, wenn man Verschubarbeiter bei der ÖBB werden möchte. Vor allem wenn man Güterzüge verschiebt, macht man das wirklich mehrere hundert Mal in der Woche. Ja, nun bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.